Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Yay! Und ja, ihr seht schon, wir haben einen kleinen Freund hier drüben. Hallo, kannst du dich mal vorstellen? Exterminate! Ja, er ist ein bisschen scheu. Ich wollte wahrscheinlich, warum habe ich einen Steve-Skin? Ich kann euch sagen, warum, weil mein Internet gerade ein bisschen rumbuggt. Das heißt, ich bin so in einer Singleplayer-Welt spielen. Ohne Internet, aber das ist nicht so schlimm. Heute ist es mal ein anderes Video für die Leute unter euch, die an Doctor Who-Fans sind. Ich spiele nämlich gerade die Dalek Mods. Dalek Mods ist sowas, also ist eine Mod von Doctor Who. Ich habe schon mal ein paar Videos dazu gemacht, unter anderem auch ein kleines Let's Play und ein paar Vorstellungsvideos. Aber heute soll es kein Let's Play sein, nein, es soll auch kein Vorstellungsvideo sein, nein. Heute möchte ich mit euch ein kleines Mini-Projekt starten, beziehungsweise eine kleine Folge. Ich habe nämlich vor, meine eigene TARDIS zu bauen. Genau. Mit Hilfe der Mods haben wir auf jeden Fall ziemlich viele neue Blöcke, die wir hier benutzen können. Eieieiei. Und natürlich auch noch ein paar coole Mobs, noch ein paar coole Gadgets dazu und ein paar Sachen, die sogar funktionieren. Und ich werde jetzt gleich eine TARDIS erstellen. Die wird nicht sonderlich groß sein, sondern einfach nur ein paar Blöcke. Und dann werden wir da mal anfangen, richtig was rauszubauen. Und das würde ich dann in einem kleinen Timelapse zeigen. Leider aus First Person, weil Third Person wird ein bisschen schwierig hier in der Singleplayer-Welt und da Dalek Mod nur für Forge ist und nicht für Fabric. Ich kann auch keine Replay-Mod mit reinnehmen. Aber das sollte nicht stören. Gut. Aber mal kurz den Anfang. Wir schnappen uns eine TARDIS, die ganz klassisch ist, einfach eine Tür. Genau. Tür. Mach auf die Tür. Da ist sie. Select. Lassen wir mal kurz ein bisschen generieren. Und wie ihr seht, sehen wir etwas, a little bit. Gehen wir rein. Und wir sind im bloßen Nichts. Genau, und hier sollen wir eigentlich dann unsere Sachen machen. Aber wir reißen jetzt erstmal alles ab. Bis auf die Tür natürlich, die brauchen wir erstmal. Da würde ich sagen, kümmere ich mich erstmal um eine schöne TARDIS und ja, Timelapse ab. Thank you.
So, wir sind jetzt mal soweit fertig. Ja, wenn man hier reinkommt, hat man erstmal hier so einen Monitor, kann man das einstellen, ne? Zum ersten Mal. Hier dann ein Informationspanel. Man kann ein bisschen aus den Fenstern gucken. Da denkt man, man fliegt wirklich so Weltall. Hat einfach mit diesen Antarachisms gemacht. Auch wenn die ein paar überstehende Sachen sind, finde ich das eigentlich ganz entspannt aus. Genau, hier in der Mitte habe ich dann so diese Teile vom 13. Doktor genommen, weil ich die finde, die sind echt schön modelliert. Dann hier in der Mitte, die Konsole ist ein bisschen buggy, aber ich gucke, ob ich noch was Besseres finde. Na, guck mal hier, Helm an- und ausschalten, keine Ahnung, was das eigentlich macht. Fliegen, Player Locator, Flight Panel. Seht ihr, jetzt sind wir hier schön in diesem Sternenwirrwarr. Hui. Ja, genau. Und so weiter. Würde ich mal sagen, landen wir mal ganz kurz. Perfekt. Gut. Würde ich sagen, landen wir einfach wieder. Hier draußen hat übrigens eine Invasion stattgefunden, deswegen sind hier über viele Tausende von Daleks. In der Mod gibt es jetzt nämlich auch Invasionen. Ja, wenn man hier mal unser Tales. Reinschauen, wollte ich gerade sagen, sieht das doch echt in Ordnung aus. Also muss ich schon sagen. Schick, schick. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal geht's weiter mit den Zwischenräumen. Ich werde gerade von Daleks angegriffen. Nicht gut. Aber ja, genau. Wenn euch das Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Ich freue mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.